Leute, in XDefiant gibt es einen Haufen Aufsätze, glücklicherweise nicht so viele wie in den letzten CODs. Ich möchte euch zwei sehr, sehr starke Klassen zeigen. Zum einen die MP5 und die AK-47, wie ihr die am besten ausrüstet, um gut unterwegs zu sein. Sie werden im Netz als die stärksten Klassen mitunter gehandelt. Ich zeige euch heute die MP5 und die AK-47, wie ihr das am besten ausrüsten könnt. Ich habe die ganzen Sachen noch nicht freigeschaltet. So viel Zeit zum Zocken hatte ich noch nicht. Und teilweise brauchst du für bestimmte Aufsätze schon einen langen Grind. Und im nächsten Video zeige ich euch zwei weitere Waffen. Ich mache das bewusst nicht getrennt. So habt ihr in einem Video gleich zwei richtig gute Klassen, mit denen ihr da so ein bisschen rumfetzen könnt. Wir fangen direkt mal an mit der MP5. So sieht sie final ausgerüstet aus. So kann man sie im Netz auf verschiedenen Plattformen schon sehen, wo es als einer der mächtigsten MPs im gesamten Spiel gehandelt wird. Und deswegen möchte ich euch jetzt ganz kurz einfach mal zeigen. Ihr seht jetzt hier die Statistikleiste in dem oberen Bild. Unten rechts quasi seht ihr schon die letzten drei Balken von insgesamt vier, die sind fast komplett auf grün. Das ist ein absolutes Mobilitäts- und Genauigkeitsmonster und auch die Munitionskapazität bzw. die erhöhte Nachladegeschwindigkeit mit dem Magazin, was ihr da drauf knallt, das ist nicht von dieser Welt. Das Einzige, wo wir Einbußen haben tatsächlich, ist die Feuerkraft. Aber das negiert alles, was ihr an Vorteilen habt. Und das ist schon echt nicht so schlecht. Wir fangen einfach mal an mit der Mündung. Mit der Mündung brauchen wir uns nicht weiter beschäftigen. Ist nichts drauf. Wir fangen am besten mit dem Lauf an. Leichtgewicht müssen wir hier nehmen. Leider erst auf Stufe 36 freischaltbar. Bringt aber gleich mal enorme 15% ADS-Geschwindigkeit. Das heißt, ihr seid 15% schneller im Aim, beim Visieren. Dadurch, dass das so schon verboten schnell geht mit den MPs, habt ihr einen höheren Effekt. Es gibt andere Aufsätze, die diesen Effekt wieder weg oder wettmachen, wie man so schön sagt. Und deswegen gleichen bestimmte sich so ein bisschen aus, verbessern trotzdem die Waffe. Dann haben wir 5% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, bist mit MPs allgemein schon sehr schnell unterwegs. Nachteil, 10% weniger Reichweite auf kurze und mittlere Distanz, was aber nicht dramatisch ist, weil in der Regel spielst du die MP auf kleinen Maps, wo du das wahrscheinlich nicht extrem spüren wirst. Weiter zum nächsten. Der vordere Lauf wäre der Front Rail. Das ist dieser hier. Der nennt sich hier Leder. Was bringt der? 15% ADS Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, du visierst an und kannst dich trotzdem 15% schneller nach links und rechts bewegen, also strafen. ADS Stabilität plus 10%. Ihr seht hier, die Beweglichkeit ist jetzt schon nur mit diesem Barrel auf komplett oder Front Rail. Wir haben einen Nachteil, 10% weniger ADS-Geschwindigkeit. Das heißt, im Vergleich zu dem Aufsatz, dem Barrel, den wir gerade drauf gemacht haben, haben wir trotzdem noch 5% mehr. Das heißt, wir spüren den Effekt fast gar nicht. Nachteil wären 10% ADS-Geschwindigkeit. Achso, das hatte ich gerade schon erzählt, ich Trottel. Und minus 5% Sprint-Schießzeit. Sprint-Schießzeit ist auch sehr, sehr wichtig. Finde ich bei MPs aber auch nicht dramatisch, wenn das hier reduziert wird. Das merkst du extremst bei schwereren Waffen. Das ist die Zeit, die du brauchst, wenn du sprintest. Es kommt ein Gegner, du hältst an, willst anvisieren. Die Dauer, bis du dann schussbereit im Visier bist. Das kann schon ziemlich nervig sein. Deswegen auf den meisten Maps ist man mit einer MP wahrscheinlich am besten beraten. Visier würde ich keins drauf machen. Ist eh kein Platz. So viele Aufsätze kannst du nicht tragen. Ist also wichtig. Kein Visier. Mit dem Iron Sight kann man aber echt ganz gut treffen. Dann auf Stufe 40 das rasche Magazin sollte man ausrüsten. Man hat standardmäßig 5 Schuss. Mehr kann schon den ein oder anderen Gunfight für sich gewinnen lassen, aber fette 40% Nachladegeschwindigkeit. Ich habe nämlich immer die Macke, wenn ich schieße, egal ob ich treffe oder nicht, egal ob ich jemanden down oder nicht. Ich gehe dann meistens in Deckung und lade nach, auch wenn es nicht notwendig ist. Das ist eine Macke, die ich nicht rauskriege. Egal ob ich 2 oder 20 Schuss verballert habe, ich muss nachladen. Mein innerer Monk sagt mir, ich muss das tun. Und bei plus 40% Nachladegeschwindigkeit ist das schon echt ein krasser Effekt. Hier haben wir dann den Nachteileffekt minus 10% ADS-Geschwindigkeit. Das heißt, durch diesen Barrel-Leichtgewicht am Anfang, bei dem wir 15% plus gemacht haben, haben wir im nächsten
Front Rail Aufsatz quasi diesen hier minus 10% und hier nochmal minus 10%, sind wir quasi bei einer Verschlechterung von insgesamt minus 5%, wenn wir das alles zusammenrechnen würden. Das ist also verkraftbar. Und noch minus 10% ADS Reaktionskontrolle. Ich kann nicht alles im Einzelnen genau erklären, deswegen sage ich lieber nichts, wenn ich es nicht 100% erklären kann. Dann haben wir das vorletzte. Hintergriff dürfte leichter Griff sein. Genau. Effekt 25% Rückstoß Zurücksetzung und plus 2,5 ADS Bewegungsgeschwindigkeit. Wird wahrscheinlich nicht groß spürbar sein. Negativeffekt ADS Reaktionskontrolle. Wie gesagt, die ADS Reaktionskontrolle kann ich jetzt nicht genau erläutern, aber bevor ich hier Müll erzähle, lasse ich das lieber. Und als allerletztes einen Schaft, und das ist gleich der erste, der gepolsterte, bringt eigentlich nur positive Effekte, 15% Rückstoß Zurücksetzung, 10% ADS Stabilität und plus 5% ADS Reaktionskontrolle. Und ihr seht einfach mal, wenn ich das Bild jetzt mal ganz groß mache, zieht euch, Moment, das war das falsche Bild, das ist sehr schlau, hier ist es. Guckt euch das einfach mal an. Das ist einfach fast komplett grün auf den letzten dreien. Nur die Feuerrate schwächelt ein wenig. Leute, wir kommen zu meiner Zweitlieblings... Moment, das machen wir gleich hier raus. Zu meinem zweitliebsten Sturmgewehr. Die AK-47 ist einfach... Die ist einfach so schön. Die macht so viel Spaß. Wir blenden hier auch wieder das Bild ein, die Stats, ich mache es ein bisschen kleiner, ihr seht hier, Munitionskapazität ist sehr wichtig, weil Nachladegeschwindigkeit dauert bei Sturmgewehren natürlich doch schon ein Stück weit länger als bei einer MP. Wir haben eine Genauigkeit, die auf jeden Fall um, naja, ich würde sagen, schon einige Prozent verbessert wurde. Die Mobilität ist extrem wichtig, wenn du kannst dich einfach schneller bewegen, fast MP gleich, wenn du im Aim bist, würde ich jetzt fast sagen, wenn es eine ungepimpte MP ist. Die Feuerkraft schwächelt, das ist eigentlich das Positive bei der AK-47, die ist extrem, extrem stark. Aber ich denke, wenn wir hier ein bisschen dran rumbasteln, ist sie dennoch stärker, weil das ist der Nachteil bei den Standard-MPs und LMGs und wie sie alle heißen, du läufst halt deutlich langsamer. Und ich glaube auch mit der Zeit kommen nämlich die ganzen Tipps und Tricks, YouTuber mit ihren Movement-Guides, wo du extrem schnell unterwegs bist. Und da ist das Movement wahrscheinlich interessanter als die Feuerkraft, wenn du dich einfach schneller bewegen kannst, um vielleicht dem Gegner so ein bisschen auf den Sack zu gehen und dann einfach mit mehr Mobilität zu punkten und dann den Gegner irgendwie doch noch mit deinen Skills zu überraschen und dann einfach den Gegner wegzuballern. Deswegen haben wir... So, also AK-47, Mündung bleibt wieder frei. Der Lauf wird das Leichtgewicht und das ist dieser welcher. ADS-Geschwindigkeit plus 15% ist bei Sturmgewehren extrem, extrem wichtig, weil Sturmgewehre sind verdammt langsam um ins Visier zu kommen. Bewegungsgeschwindigkeit plus 5% wird man wahrscheinlich nicht so krass merken. Und hier haben wir schon die ersten Verschlechterungen in der Feuerkraft und wahrscheinlich mitunter die einzigen. Minus 10% kurze Reichweite und mittlere Reichweite. Da ist die AK-47 eigentlich am effektivsten. Das ist eigentlich das, was die Waffe mitunter ausmacht. Aber es werden andere Aufsätze kommen, die das alles wieder verbessern. Dann haben wir Front Rail, die Pistole auf Stufe 42, also ihr merkt schon, ich habe zu wenig Zeit, um das alles freizuschalten. Sprint-Schießzeit plus 10%, das ist heftig, das ist extrem viel und hier merkst du es noch krasser als bei den MPs. Du läufst an, sprintest, siehst einen Gegner, willst schnell visieren, aber es dauert einfach so verdammt lange und dann bist du eigentlich schon weg, weil die Genauigkeit aus der Hüfte, die ist absolut grauenhaft und das ist zu Recht grauenhaft, wie ich finde, so sollte das sein. Dann haben wir plus 20% minimierte Streuungsgenauigkeit und 20% maximale Streuungsgenauigkeit. Minimierte, maximierte Streuungsgenauigkeit, okay, kann ich nicht genau erklären, aber Treffsicherheit geht enorm hoch. Das Einzige, was sich verschlechtert, ist der horizontale Rückstoß um 5%. Und ich finde, die AK-47 ist wirklich sehr, sehr einfach zu handeln, meiner Meinung nach. Ist aber auch nur eine persönliche Präferenz, jeder kann damit anders umgehen. Hier empfehlen die Leute aus dem Netz ein Rotpunktvisier. Ich bin ganz ehrlich, ich spiele die Waffe auch mit einem ganz normalen Standard-Rotpunktvisier. Spielt sich einfach total angenehm. Du siehst einfach durch das Rotpunktvisier die Gegner
doch ein Stück weit besser. Jetzt bin ich zu weit rausgegangen, ich Vollpfosten. Ein Magazin darf nicht fehlen. Das Fast Mac haben wir hier drin. Ist es jetzt das Fast Mac das oder das? Es ist dieses, das letzte und das erste. Es sind 5 Schuss mehr und 15% Nachladegeschwindigkeit. Kann ich empfehlen. Es dauert eine Weile, bis du das Fast Mac freischaltest, das allerletzte. Diese 15% merkst du extrem. Es fühlt sich an wie 30%. Es fühlt sich an wie der COD-Perk schnell nachladen, finde ich jedenfalls gefühlt. Du hast bei dem raschen Mac 5 Schuss mehr, aber wieder diese brachialen 40% Nachladegeschwindigkeit, die extrem heftig sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich widerspreche hier ein bisschen der Allgemeinheit im Netz. Ich würde trotzdem das erste Mac nehmen, weil diese 15% Nachladegeschwindigkeit und die 5 Schuss, die sind völlig okay. Anstatt im... Das, weil ich finde, dass ADS, die Geschwindigkeit im Aim zu sein, ist einfach viel, viel wichtiger. Und auch die Reaktionskontrolle als 40% schnelleres Nachladen. Die 15% reichen meiner Meinung nach aus. Deswegen würde ich hier nicht das rasche Mac, sondern das schnelle Mac nehmen. Wenn ich das jetzt hier richtig erkenne, ist das das, genau. Da ist nämlich noch so ein kleiner Knubbel dran. Also habe ich mich da nicht versehen. Dann haben wir den Hintergriff. Was haben wir hier? Der Hintergriff bleibt frei. Nur noch der Schaft folded. Folded, welcher ist das? Ach du dickes Ei. Das dürfte, ist es der... Klappschaft, ja, folded, gefaltet. Klappschaft bringt 5% Bewegungsgeschwindigkeit, aber wir haben einen Nachteil von 10% Steuerungsgenauigkeit im Minimal- und im Maximalbereich. Kann ich nicht genau erklären, was das bedeutet, aber im Groben zeige ich euch das Bild jetzt nochmal komplett voll. Munition ist jetzt meiner Meinung nach nicht so wichtig. Ich würde eher darauf setzen, dass die Nachladegeschwindigkeit höher ist, aber du schneller wieder im Aim bist. Also da würde ich, wie gesagt, das Einzige, dem ich widersprechen würde, ist tatsächlich das erweiterte Magazin. Da würde ich sofort das erste nehmen. Das ich weiß gar nicht, wann das freischaltest. Auf jeden Fall in den ersten 10 Leveln, glaube ich, schaltest du das frei. Das geht relativ flott. Ich würde das erste Mac nehmen und nicht das letzte. Da es sowieso eine Weile braucht, bis du das Magazin freigeschaltet hast, nimm das erste und bei dem würde ich bleiben, weil 10% EDS Geschwindigkeit, das ist enorm für ein Sturmgewehr und 10% mehr zu haben, musst du erstmal reinkriegen. Ja, Ladies and Gentlemen, testet's mal aus. Ich weiß, dass viele von euch noch lange nicht so weit sind, die Waffen so weit getestet zu haben oder gezockt zu haben, dass ihr all diese Aufsätze schon freigeschaltet habt. Deswegen habt ein wenig Geduld und alle anderen, die sagen, XDefiant hat mich noch nicht so überzeugt, gebt dem Spiel eine Chance. Ich verweise gerne nochmal auf meinen Aiming Guide, auf die Aim Settings, die machen einen krassen, krassen Unterschied, wenn du die richtigen Settings hast. Die Standard Settings sind einfach Schrott, das muss man auf Deutsch so sagen. Und mit der Problematik des Rack-Problems, dass die Hits meistens nicht registriert werden, nicht so wie es sollte, dass du meistens noch hinter einer Deckung bist und so weiter und so fort, ist es sowieso wichtig, so genau wie möglich auf dem Gegner zu sein. Und mit den Settings, die ich euch da zeige, die von einem Pro-Gamer sind, nicht persönlich von mir, ich habe sie übernommen, machst du nichts falsch und es fühlt sich nicht an wie aus Pro-Gamer-Settings. Das ist doch alles viel zu krass, komme ich nicht mit klar. Das ist reinstes COD-Feeling. Das ist ein festes Versprechen. Wer COD gesuchtet hat und an den Settings nie wirklich viel geändert hat, der wird sich mit diesen Settings absolut wohlfühlen. Bin ich mir sicher. Leute, das war's von mir. Ich bin gespannt und im nächsten oder übernächsten Video irgendwann, je nachdem, ob noch News dazwischen kommt zu XDefiant, wird's die nächste MP und das nächste Sturmgewehr geben. In einem Video freut euch drauf. Das war's von mir und rein. Ciao.